Jo Leute, und damit herzlich willkommen zur Weather Carpets Mod. Ihr benötigt zur Installation einfach nur Forge. Ja, ihr habt gerade gesehen, dass es da einen Teppich gibt, mit dem ihr euch hochschießen könnt, was auch immer. Da gibt es ganz viele, mit denen ihr das Wetter steuern könnt, die Zeit und alles Mögliche. Und ich zeige euch, was ihr dazu braucht. Zuallererst braucht ihr die Magical Wool. Die bekommt ihr, indem ihr Endermans tötet. Also schon mal schwer zu bekommen im Survival, weil Endermänner zu töten, ja, schwierig. Also man hat eine Farm im End und so weiter und so fort. Und wenn ihr der Enderman droppt die dann habt ihr die. Wow, cool, ein Enderman der Wolle droppt. Dann geht ihr hin und füllt mal das Ganze hier aus und ihr bekommt Thick Magical Wool. Und die braucht ihr jetzt, um die anderen Wollarten zu craften. So. Nämlich einmal hier Magical Night Wool. Und wenn ihr das hier rausmacht, Magical Day Wool. Und aus diesen ganzen Wools craftet ihr dann diese Teppiche, die ich euch nun zeigen werde. Wer die Crafting-Rezepte wissen möchte, der schaut sich den Link in der Beschreibung an. Da gibt es ein ganzes Wiki dazu. Ich zeige euch jetzt nur noch, wie das Ganze mit den Teppichen funktioniert. Einmal haben wir hier im Creative Mode einen neuen Tab hier, Weather Carpets Mod. Und ihr seht hier schon einmal die vier Wollteile. Und dann gibt es hier das Rain Carpet, Thunder Carpet, Noon Carpet, Midnight Carpet, Dawn, Dusk, Spawn, Lounge, Welcome Mat. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit Rain. Jetzt, was gerade richtig doof ist, wir sind hier in der Wüste und da kann es ja nicht wirklich regnen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir gehen hier drauf, shiften und machen Rechtsklick. Jetzt müsste eigentlich der Regen kommen. Ihr seht, es wird alles etwas dunkler, aber weil es in der Wüste nicht regnet, kann jetzt auch kein Regen kommen. Ihr könnt dann auch wieder jetzt ohne shiften, könnt ihr wieder Rechtsklick drauf machen. Dann wird es wieder schönes Wetter. Also, ja, der Regen ist jetzt nicht gekommen, weil wir in der Wüste sind und ja, ziemlich doof, ich weiß. So, Thunder Carpet. Wir shiften, machen Rechtsklick drauf. Wow. Wow. Und wenn wir nicht shiften und Rechtsklick drauf machen, passiert gar nichts. So, dann haben wir hier noch Noon Carpet. Das ist, wenn ihr die Sonne am Mittag haben wollt. Einfach so machen und dann seht ihr, sie ist da in der Mitte. Normaler Rechtsklick bringt auch nichts. Midnight Carpet. Logisch. Da wird der Mond, Shift drücken und das Ganze so machen. Und ihr seht, dort ist der Mond. Es ist Mitternacht. Ihr könnt damit die Zeit verändern und im Survival ist das Ganze nämlich schwierig zu bekommen. Deswegen finde ich es gut, ja, das ist nicht wirklich gecheatet, das ist dann, ja, hart erarbeitet, sage ich mal. So, ihr seht dann hier, Dawn ist der Morgen und Dusk ist dann, wenn die Sonne untergeht, kurz vorm Untergehen. Ja, das war's mit den Rain, also hier mit den Wetter. Das hier sind die zwei fürs Wetter. Ich meine, wenn ihr in einem Schneebiom seid, könnt ihr es damit auch schneien lassen, logisch. Und das hier sind die für die Zeit. Also hier könnt ihr zum Beispiel sagen, ach nee, schon wieder Nacht, dann mache ich erstmal wieder morgen. Und ja. Dann gibt es noch einmal das Spawn Carpet. Dort könnt ihr hingehen und einfach einen Rechtsklick machen. Spawn has been set. Und wenn ihr sterbt, werdet ihr hier drauf spawnen. Finde ich auch keine schlechte Idee. Das Lounge Carpet finde ich auch genial. Also ihr seht, aber vor dem Intro, da bin ich ja viel höher gesprungen. Das geht, indem ihr Shift drückt, könnt das auf Medium stellen, springt man etwas höher. Und dann gibt es noch High. Upsala. Also ich finde es cool, da könnte man eventuell im Berg oder so eine Höhle ganz oben bauen, wo man nur mit so einem Launchpad sozusagen hinkommt. Und Low ist natürlich lahm. Und jo. Wir haben noch als, ja, Joke, sag ich mal, hier die Welcome Mat.
wenn ihr da Rechtsklick drauf macht, Welcome Basti zockt. Herzlich willkommen. Willkommensmatte. So, ihr seht jetzt, haben wir hier noch Carpet O Experience. Man geht hin. Normaler Rechtsklick bringt nichts. Shift und Rechtsklick. Ihr hört es schon. Das geht allerdings nur im Creative Mode im Moment. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Wir können jetzt mal Game Mode 0 gehen. Und ihr seht, wir haben 39 Level. Wenn ich jetzt allerdings shifte und Rechtsklick mache, steht da Bottles Needed. So, jetzt gehen wir hin und holen uns mal Bottle. Ah, warte, Flasche. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine volle oder leere sein muss, aber vorhin ging es bei mir nicht. So, einen Rechtsklick und es kommt immer noch die Meldung Bottles Needed. Obwohl ich hier eine Bottle habe und da habe ich eine Bottle. Und ja, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Vielleicht wisst ihr ja irgendwie weiter. Und jetzt möchte ich von euch wissen, was ist euer Lieblingsteppich? Welcher gefällt euch am besten? Und ja, wie gesagt, wer die Crafting-Rezepte wissen möchte, alles auf der Mod-Seite. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, die Mod-Woche ist hiermit beendet. Schreibt mir doch bitte, wie ihr die ganze Idee fandet, ob ich sowas öfters machen soll oder durchgehend jeden Tag. Ich werde jetzt erstmal eine Runde chillen, weil es ist nicht einfach immer, ja, eine einfache Mod. Oh, cool. Auch wenn man drüber läuft. Hä? Ich habe doch jetzt nichts gemacht. Egal. Auf jeden Fall, ja, wollte ich mich einfach bedanken, dass ihr so aktiv gewesen seid. Und vielleicht, wenn dieses Video hier auch so erfolgreich ist wie die ganzen anderen, wird die Mod-Woche vielleicht Standard. Wer weiß, ich will euch noch nichts versprechen. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Bis dann. Ciao.